Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Waventure, was anscheinend ein Update bekommen hat, aber die haben nicht wirklich was verändert, außer dass hier dieser Disclaimer ist, wo drin steht, Waventure enthält einige intensive Szenen, die dich möglicherweise vom Stuhl springen lassen. Ja, diese blöde Kackprinzessin, das hättet ihr mir vorher mal sagen sollen. Man kann jetzt halt aussuchen, ob man diese intensive Erfahrung machen möchte oder halt den entspannten Modus gehen möchte. Wir sind natürlich furchtlos und wir haben keine Angst, deswegen wir machen einfach so, wie alles vorher auch war, ja. Nachdem wir letztes Mal den Diener natürlich ihr Bier gestohlen haben, werden wir in dieser Folge wieder ganz viel Liebe verschenken. Und zwar mit Mr. Hux natürlich. Und wen werden wir lieben? Völlig richtig, wir werden natürlich das Monster lieben. Bin ich eigentlich der Einzige, der denkt, dass Rocky mit dieser Mütze so aussieht wie ein kleiner Gnom? Weiß nicht. Hallo, ich liebe dich. Bitte, bitte töte mich nicht, denn ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Das funktioniert locker nicht. Oh Gott. Wieso funktioniert das nicht? Jetzt bin ich den ganzen Weg hierher gelaufen und die frisst mich trotzdem auf, obwohl ich sie lieben wollte. Das ist doch assig. Nee, das Monster wollte unsere Liebe nicht. Dann holen wir uns halt Mr. Hux und geben unsere Liebe wem anders. Kommt halt jemand unsere Liebe, der sie auch verdient hat. Prinzessin, ich liebe sie. Bitte lassen Sie uns Kinder machen. I love you. I'm a rock and you're a princess, but I love you. Rocky sprang in die Arme von die Prinzessin und machte deutlich, wie liebenswürdig er war. Die Prinzessin entfernte sich und ging mit einer gewöhnlichen Wache davon, angezogen von seiner überragenden Passivität. Ja, Prinzessin, bei mir wärst du nicht mehr angezogen, zwinker, zwinker. Rocky weinte in seinem Zimmer, als er die Wache draußen über eine andere entführte Prinzessin schreien hörte. Kann er diesmal seine wahre Liebe finden? Natürlich, diesmal kriegen wir es hin. Denn eine Person in diesem ganzen Abenteuer muss natürlich trotzdem noch geknuddelt werden und das ist natürlich der dunkle Lord himself. I love you, lass uns lieben, ich liebe dich. Nein, es funktioniert nicht. Wieso darf man den dunklen Lord nicht lieben? Oh, keiner liebt mich, ich hasse es. Ich habe so viel Liebe für die Welt, aber keiner gibt diese Liebe zurück. Liebt uns denn wenigstens so ein kleiner toter Dude hier? Nicht mal der. Oh mein Gott. Gut, wenn uns keiner mehr liebt, dann können wir uns auch gleich von der Klippe stürzen. Der Glaube kann dir Flügel verleihen. Ich habe keinen Glauben mehr an die Menschheit. Tschüss, grausame Welt. Toll. Bin ich lieber gestorben? Nächster Try. Adieu, du grausame Welt. Ohne zu zögern sprang Rocky vom dunklen Balkon. Warum sollte er das tun? Vielleicht Frust, Depression, keine Liebe, ja, Einsamkeit. Oder war er nur ein Adrenalin-Junkie? Nein, mich hat keiner geliebt. Tim ist heute nach einem 20-jährigen Koma aufgewacht. Er fühlte sich älter und traurig, aber immer noch hungrig auf Abenteuer und Liebe. Ach Tim, du lernst einfach nicht dazu, das ist unfassbar. Guck mal, wir sind jetzt Herr Tim, weil wir alt geworden sind. Okay, wir haben auch ein Bart bekommen. Gut, wenn uns nicht mal ein Sprung von der höchsten Klippe, die ich kenne, tötet, dann ja vielleicht der heiße Atem eines Drachen. Bitte, töte mich! Nein, nicht mal das funktioniert. Mit dem Schild und dem Lavaschmuckstück war Herr Tim immun gegen jeglichen Schaden durch den Drachen, aber nicht gegen den Schmerz, ständig angegriffen zu werden. Sein Körper widerstand knapp, aber sein Verstand brach schließlich zusammen. Das ist er schon vorher. Das ist er schon vorher. Keine Liebe für Herr Tim. Sad life. Der Wächter stellte fest, dass Herr Tim mit einem leeren Blick in seinen Augen umherirrte und legte ihn in sein Bett. Sein Verstand war völlig gebrochen, aber sein Körper brauchte noch Abenteuer. It's Revenge Time! Wenn ihr euch übrigens gerade fragt, warum der Drache mich nicht töten konnte, das lag daran, dass hier ja dieses Schmuckstück ist, wie es im Deutschen heißt. Tada! Aber es ist nicht, es ist ein Lava-Schmuckstück und nicht nur einfach ein Schmuckstück. Dieses Lava hat man einfach überlesen. Und damit kann man nämlich einfach in Lava reingehen. Hier, ich zeig's euch. Aber erstmal nehmen wir hier den Hinweis mit. Und wenn man in die Lava reingeht, dann hui, wird man so ein Klumpen etwas und wird dann einfach rausteleportet. Das ist echt cool. Und damit ist man halt wirklich immun gegen alles. Dann können wir hier, hui. Okay, what the hell? What just happened? I don't know. Ich hab jetzt halt gar nichts dabei. Das ist ja super dumm. Nein! Das Lavaschmuckstück stieß die Flammen des Drachen ab. Aber nicht seine Krallen. Oh, das ist auch ein Ende. Das hätte ich gar nicht gedacht. Nach seiner Begegnung mit dem Drachen wurden nur winzige Teile von Herr Tim gefunden, sodass sein Zwillingsbruder beschloss, den Familienbetrieb zu übernehmen. Oh, endlich! Herr Tim ist endlich gestorben! Ich bin froh, er hat halt keine Liebe erfahren. Und ohne Liebe ist das Leben liebenswert und nicht lebenswert, so. Als Zwilling von Herr Tim ist es natürlich unsere Aufgabe,
das Erbe weiterzuführen. Doch bevor wir uns umbringen, versuchen wir natürlich, die Prinzessin zu retten. Kann ich nicht einfach in die Luft sprengen mit meiner Bombe hier? Anscheinend nicht. Hallo Prinzessin, ich bin nicht der Held, den du letztes Mal gesehen hast, denn ich bin der Zwillingsbruder dieses Helden. Hier, komm mit, Prinzessin. Wir werden tolle Sachen machen. Ich bringe dich jetzt zu meinem Bruder. Mein Bruder hat deine Liebe verdient. Diesmal gehen wir nämlich nicht zum dunklen Lord, sondern... Ja, man kann die Prinzessin hier reintun? Will ich das? Warte. Ich komme da sowieso nicht hoch, ne? Okay, Prinzessin. Ja, du hast meinen Bruder nicht geliebt. Also darf dich auch niemand mehr lieben. Ab in das dunkle Altar mit dir. Die dunklen Energien schwangen mit Tims Bruder und die Prinzessin mit und verschmolzen sie zu einem sexy dunklen Wesen. Eine Horde von Dienern folgte, die jede Menge absolut nicht sexualisierter Fanarts teilen wollten. Ist eine Waifu? What? Okay, das war ein sehr stranges Ende. Was? Wir sind verschmolzen. Eine neue Prinzessin war in der Stadt und eine andere wurde in die dunkle Festung entführt. Jeden Tag wird eine neue Prinzessin entführt. Was machen die Wachen den ganzen Tag? Was sind wir denn jetzt? Tim, wir sind Timette. Ich raff's jetzt, das soll wie die Bausette sein, ne? Wir sind jetzt der dunkle Lord zusammen mit der Prinzessin. Timette. Okay, verstanden. Ich verstehe die Referenz, ja. Süß. Ob es davon auch schon irgendwie sexy Fanarts gibt? Nun gut, als gute Timette befehle ich diesen Wasserfall aufzuhören zu Wasserfallinnen. Eine Kiste. Was mag in dieser Kiste sein? Tempel der Zeit. Oh, du hast die Flöte der Zeit. Jo, was? Ist das wie eine Ocarina? Flöte der Zeit. Tu Sachen. Und wir sind ja auch im Tempel der Zeit. Einfach mal spielen. Funktioniert absolut gar nichts. Geil. Und hier? Höre auf zu spielen. Was bringt mir diese Flöte? What? Da, bei dem Weißen geht das bestimmt. Ja! Was passiert? Gehorche mir, dunkles Wesen. Au, ey. Ich hab doch gerade so schön gespielt. Oh, jetzt müssen wir noch mehr von diesen weißen Dingern hier finden, oder was? Hallo, werter Sklave. Ich bin Timette. Sie kennen mich bestimmt aus Titeln wie Revenger, Auer und Auer. Ey. Timette erwartete, dass diese kleinen Diener harmlos sind. Waren sie aber nicht. Aber zum Glück hatten wir die Flöte gespielt. Unzufrieden mit seinem Schicksal verwendete Timette die Flöte und geht in der Zeit zurück. Wie bei Ocarina of Time oder Majora's Mask oder wo auch immer. Lol, jetzt starten wir immer wieder hier. Geil. Nochmal. Das finde ich gut, dann können wir immer von hier starten. Ein weiterer Hinweis! Hallo, ich bin Timette. Sie kennen mich bestimmt aus Spielen wie Revenger. Und so, okay, du willst nur Bier. Was bist du für eine eklige Kreatur, die nur Bier trinken will? Mit solch Gesindel gebe ich mich nicht ab. Oh, hallo, werte Wachen. Ich bin Timette. Sie kennen mich bestimmt aus Spielen wie Revenger. Und der Typ, der die Flöte spielt. Ich habe leider keine Waffe, deswegen kann ich nichts gegen euch machen. Verdammt. Aua. Hallo, ich dachte, ihr seid meine Fans. Unzufrieden mit seinem Schicksal verwendet Timette die Flöte und geht in der Zeit zurück. Ihr könnt mich nicht aufhalten, solange ich diese Flöte habe. Aha. Guck mal, hier ist ein Stein. Was macht der Stein da? Da ist einfach ein Stein. Seht ihr den, Leute? Da ist ein Stein. Ganz klar. Der macht auch irgendwas bestimmt. Da ist was. Was ist das? Hallo. Hallo, werter Herr. Praktikant, hallo. Ich bin Timette. Sie kennen mich bestimmt aus Spielen wie Revenger und der Typ, der die Flöte bläst. Bitte, hallo. Wie komme ich zu dir? Ich rette sie. Keine Sorge. Ich komme zu ihnen. Tut mir leid, werter Praktikant. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu ihnen kommen soll. Ich schwimme weg. Auf Wiedersehen. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Was? Miguel Criado. Lol. Hier sind die ganzen Entwickler. Es wird in Erinnerung bleiben für QR und zusätzlichen Code. Was ist QR? Keine Ahnung. Juan Delgado ruht hier. Auch QR und zusätzlicher Code. Die können alle nur QR und zusätzlicher Code. Ah, man muss alle Entwickler töten, dann kriegt man hier auch irgendwas. Alles klar, spielen wir doch mal unsere Flöte der Zeit. Passiert auch nichts. Okay, wir müssen also 5 Typen hier töten. Okay, weiß ich Bescheid. Der Praktikant ist der Nächste. Praktikant, komm her, ich werde dich töten. Oh nein, ich bin leider den Wasserfall runtergefallen. Das ist natürlich blöd. Aua. Aber unzufrieden mit einem Schicksal. Wusch. Oh, irgendwas anderes. Hallo? Das funktioniert nicht mehr. Oh nein, der Missbrauch der Kräfte der Flöte der Zeit verursachte einen Raumzeitriss im Gewebe des Universums, der alles, was existiert, aufzehrte. Auf der positiven Seite. Es hat auch der dunkle Lord verzehrt. Wir müssen zurück, Timette.
Das ist eine Anspielung an Zurück an die Zukunft. Also Kinder, spielt nicht mit der Zukunft oder Vergangenheit oder mit der Zeit allgemein. Eine gute Sache, sowas. Die Raumfahrtpolizei kam, um das Chaos in der Zeitleiste zu beheben. Du solltest dich nicht mit dem Raumzeitkontinuum anlegen. Aber warum denn nicht? Das heißt, die Flöte hat mir einfach gar nichts gebracht, ja? Aber ich bin doch Timet. Ich darf machen, was ich will. Ich bin the sexiest man, woman? Woman? In Woman ist auch Man drin. Ich bin the sexiest woman alive. Ihr müsst mir alle zuhören und überhaupt. Wieso bin ich eigentlich noch nicht König? König, ich bin Timet. Sie kennen mich aus Spielen wie Ravager und der Typ, der die Flöten bläst. Und ich verlange, dass ich jetzt König werde. Wenn ich überdecke, sieht dich keiner mehr. Jetzt bin ich König. Und damit danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Miau!